Also diese Ulrike Herrmann überrascht mich immer wieder. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wenn man den Kapitalismus abschaffen will, muss man den Bremsweg erforschen und erstmal sehen, wie man das ganze Ding langsamer bekommt und dann kann man ihn vielleicht mal überwinden. Jetzt schreibt sie ein neues Buch und schreibt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. Das sind doch alles alte Männer, die längst tot sind. Warum beschäftigt sich die Wirtschaftsredakteurin der Taz mit diesen alten Herren? Schönen guten Tag, Frau Herrmann. Ja, guten Tag. Die alten Männer, die sind doch längst tot. Was haben die uns denn heute noch zu sagen? Ja, das ist wirklich erstaunlich. Aber diese drei haben die Volkswirtschaftslehre begründet und auch umgewälzt. Und man könnte sagen, dass ohne Smith, Marx und Keynes die heutige Ökonomie überhaupt nicht existieren würde. Aber seltsamerweise ist es so, dass diese drei großen Volkswirte heute an den Universitäten überhaupt nicht mehr gelehrt werden. Sie werden ignoriert und auch tabuisiert. Dabei ist es so, dass diese drei eigentlich immer noch die wichtigsten Erkenntnisse geliefert haben, um den Kapitalismus zu verstehen. Ist der denn überhaupt zu verstehen? Weil das ist ja so ein wandelbares System, also wie so ein Formwandler, der sich immer wieder anpasst. Taugen denn die Erklärungen von vor 100 Jahren überhaupt noch auf die heutige Zeit? Also mehr jedenfalls als die heutige herrschende Lehre, das ist die sogenannte Neoklassik. Und man muss sich vorstellen, dass diese Theorie, die ungefähr 90% aller Lehrstühle dominiert und in allen Expertengremien sitzt und auch beispielsweise die Bundesregierung berät, in dieser Theorie, die also heute herrscht, kommt der Kapitalismus überhaupt gar nicht vor, sondern das ist eine Theorie, die so tut, als würden wir in einer Art fiktiven Mittelalter leben, wo es nur Tauschwirtschaft gibt. Und im Vergleich dazu sind also Smith, Marx und Keynes unglaublich modern. Und um einfach nur mal so ein bisschen zu erzählen, was an diesen drei Herren so wichtig ist. Also Adam Smith beispielsweise war derjenige, der die Volkswirtschaftslehre, so wie sie heute existiert, eigentlich begründet hat. Und er hat unter anderem eben erklärt, warum Globalisierung gut ist, warum es nichts bringt, da müsste Herr Schäuble ihn mal lesen, Exportüberschüsse anzuhäufen. Dann Marx ist der Erste gewesen, der richtig erklärt hat, welche Rolle die Technik im Kapitalismus spielt und dass es da eine Art Dialektik gibt, nämlich dass Wettbewerb dazu führt, dass am Ende gar kein Wettbewerb mehr da ist, sondern dass Großkonzerne herrschen, die dann alles dominieren, von den Rohstoffmärkten bis zu den Absatzketten. Und schließlich Keynes ist derjenige gewesen, er war selber professioneller Spekulant und kannte sich auf den Finanzmärkten bestens aus. Und er hat dann erklärt, wie der heutige Kapitalismus eigentlich durch die Finanzmärkte gesteuert, getrieben und auch zerstört wird. Also er hat das Geld in die Theorie gebracht. Würden Sie sagen, dass die heutige Wirtschaftslehre, die herrschende in Deutschland, die an den Universitäten gelehrt wird, eher ideologisch ist oder zurückgeblieben? Oder wie kann denn sowas passieren, dass es diese Vielfalt gar nicht gibt? Ja, also ich würde sagen, es ist hochideologisch und es ist natürlich wirklich sehr seltsam, dass die herrschende Theorie, und ich übertreibe nicht, sondern das ist die Wahrheit, nichts von dem spiegelt, was im Kapitalismus wichtig ist und wo jeder Laie sagen würde, das muss man doch erforschen. Also um mal eine Liste von Begriffen zu geben, die in der herrschenden Theorie nicht vorkommen oder keine wesentliche Rolle spielen. Also es kommt Technik nicht vor, Großkonzerne kommen nicht vor, Gewinne kommen nicht vor, Banken kommen nicht vor, Finanzmärkte fehlen, auch die Spekulation wird nicht erforscht. Mhm. Ja, warum ist das so? Die heutigen Volkswirte wollen unbedingt eine Theorie haben, die sich mathematisieren lässt, also in Formeln pressen. Aber damit diese Formeln funktionieren, muss man von allem absehen, was das reale Leben ausmacht. Denn jeder, der unterwegs ist in der heutigen Welt, weiß, der Kern des Ganzen ist die Unsicherheit. Wir können nicht prognostizieren, was in 5 Jahren auf der Welt los sein wird. Genau davon muss man aber dann eben abstrahieren, von dieser Unsicherheit, wenn man mathematische Formeln haben will. Und deswegen landet man dann eben bei einem starren Modell, wo es nur noch Tauschwirtschaft gibt, als würden wir im Mittelalter leben. Denn anders kann es diese mathematischen Formeln nicht geben. Also die Volkswirte wollen gerne so tun, als wären sie eine Naturwissenschaft, so wie die Physik. Und das hat auch tatsächlich ideologische Gründe, dass man sich selbst nicht als die Gesellschaftswissenschaft versteht, die man ist, sondern eben so tut, als sei man Naturwissenschaft. Denn wenn man erstmal dabei ist, zu sagen, ja, wir sind eine Naturwissenschaft, dann hat man ein sehr lästiges Thema eben rausgehalten aus der eigenen Theorie, nämlich das Thema Macht.
Also so Fragen der Verteilung, warum sind einige reich und viele arm, das kommt dann gar nicht mehr vor, sondern dann kann man einfach sagen, ja, die Reichen müssen reich sein und die Armen arm, denn der Markt ist ja jetzt im Gleichgewicht, nicht? Und dann wird eben sozusagen die Gesellschaftsform, in der wir sind, verabsolutiert, und das ist ungemein praktisch für die Privilegierten, weswegen es auch kein Wunder ist, dass diese Art von Theorie dann sehr viele Drittmittel bekommt. Das heißt, es klingt ja danach, dass Ihr Urteil, dass die heutige herrschende Volkswirtschaftslehre eher unwissenschaftlich ist und eher ideologisch. Das ist ein ziemlich hartes Urteil und ein Armutszeugnis für die Universitäten auch in Deutschland. Ja, das ist tragisch. Ja, ich meine, man muss das so hart sehen, denn ich meine, dass irgendwas nicht stimmen kann mit dieser Theorie, sieht man ja daran, dass die Volkswirte die letzte große Finanzkrise nicht haben kommen sehen. Als sie dann da war, konnten sie auch nicht analysieren und sie hatten auch keine Lösungen zu bieten. Was die Politik dann gemacht hat, ist einfach zu den Erkenntnissen von Keynes zurückzukehren, der vor 80 Jahren gestorben ist. Also vor 70 Jahren gestorben ist und vor 80 Jahren diese Theorie entwickelt hat. Das heißt, wenn die Politik dann zurückkehren musste zu einer Theorie, die 80 Jahre alt ist, kann man ziemlich sicher sagen, dass offenbar alle Forschung in den letzten 80 Jahren in der Volkswirtschaftslehre weitgehend umsonst war. Und einige sehr berühmte Ökonomen, die selber aus dieser neoklassischen Schule kommen, sehen das auch so. Also meisten Nicht-Ökonomen nehmen das im Augenblick gar nicht wahr, aber das gesamte Fach steht eigentlich vor der kompletten Umwälzung. Das Tragische ist aber, um jetzt nochmal auf die Universitäten zurückzukommen und auf Ihre Frage, dass in dem Lehrkanon bei den Studenten überhaupt nicht ankommt, was für ein Streit da inzwischen bei den Ökonomen tobt, sondern die haben immer noch diese Lehrbücher, wo so getan wird, als würde man eine ewige Wahrheit lernen. Und da werden also im Augenblick, ich habe das mal nachgeguckt beim Statistischen Bundesamt, ungefähr 400.000 Studenten in Deutschland indoktriniert. Denn ja, genau so viele, weit über 400.000, studieren im Augenblick das Fach Wirtschaft. Da ist natürlich alles dabei, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik, natürlich auch Volkswirtschaft. Aber jeder von denen, egal welche Form von Wirtschaft sie studieren, machen eben auch volkswirtschaftliche Kurse, wo dann wieder dieser alte Unsinn als objektive Lehrmeinung vertreten wird. Das ist natürlich ein hartes Urteil, der alte Unsinn und indoktriniert, dass man mal das ein Beispiel vorstellen kann. Dieser Vergleich zwischen Volkswirtschaften und privaten Haushalten, das hört man ja immer wieder. Also man kann nur das ausgeben, was man hat, und dann kommen diese typischen schwäbischen Hausfrauenvergleiche, und Sie schreiben ja in Ihrem neuen Buch, wieso Sparen, oder versuchen zu erklären, wieso Sparen keine Tugend ist, sondern gefährlich. Wieso ist denn Sparen keine Tugend und wieso ist Sparen denn gefährlich, also im volkswirtschaftlichen Kontext? Ja, ich meine, das ist eigentlich ja ganz schlicht, nicht? Wenn die Leute sparen, dann geben sie nicht aus, das heißt, sie kaufen keine Waren, und das ist der schnellste Weg in den Abgrund. Viele Leute denken, natürlich auch Volkswirte, die herrschende Lehre ist so aufgebaut, denken, man müsste sparen, damit man investieren kann. Das ist aber genau falsch rum, denn das Geld entsteht aus dem Nichts. Das will ich jetzt hier nicht erklären, das würde zu lange dauern, aber Geld entsteht in dem Moment, wo Kredite vergeben werden. Das heißt, man braucht überhaupt gar keine Sparer, um zu investieren. Und insofern ist das Sparen extrem gefährlich. Und das kann aber nicht auffallen in einer Theorie, in der sowieso Sparen eigentlich nicht vorkommt. Das Lustige ist an den Volkswirten heute, die in den Expertengremien sitzen, die machen ständig empirische Aussagen, wie zum Beispiel, man muss mehr sparen oder ähnliches. Aber diese empirischen Aussagen sind durch die eigene Theorie gar nicht gedeckt. Denn wie gesagt, die Theorie kommt eigentlich weitgehend ohne Geld aus. Es ist sogar so hart, das können sich Leute gar nicht vorstellen und die glauben das auch nie, aber da wurden schon ganze Nobelpreise für vergeben. Die Theorie funktioniert eigentlich nur dann, wenn man sich das so vorstellt, dass die gesamte Weltwirtschaft, im Augenblick sind hier 7 Milliarden Menschen, wenn man diese gesamte Weltwirtschaft auf eine einzige Person reduziert, das heißt dann der repräsentative Agent, dieser eine Mensch lebt ewig, ist also, weiß alles, ist also so eine Art Gott und produziert lebenslang nur eine Ware, die er lebenslang dann auch konsumiert. Denn schon zwei Waren oder zwei Menschen würden dieses Modell überfordern. Und auf der Basis von diesen Schrumpfannahmen wird dann der Rest generiert. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Also muss man trotzdem nochmal erklären, warum Sparzwang so gefährlich ist. Also das ist ja dieser Austeritätswahn, den die Kritiker das bezeichnen. Also Sparen, Schuldenbremsen sind eigentlich schlecht für eine Volkswirtschaft?
Ja, natürlich. Also das Wichtige, und das ist etwas, was Marx schon gesehen hat, um nochmal auf die drei Herren zurückzukommen. Das Wichtige in einer kapitalistischen Wirtschaft ist das Investieren. Nur wenn investiert wird, entsteht überhaupt Reichtum. Das Sparen ist völlig sekundär und entsteht erst hinterher. Man kann nur erfolgreich sparen, wenn investiert wird. Beispielsweise, man stelle sich mal das Extrem vor, alle Menschen in Deutschland würden nur noch sparen und gar nichts ausgeben. Dann hätten die zwar alle Geld auf der Bank, aber dieses Geld wäre wertlos, weil die Wirtschaft inzwischen zusammengebrochen wäre, weil ja niemand mehr konsumiert, man also gar nichts mehr herstellen muss, niemand mehr Arbeit hat. Das muss einfach klar sein, dass Geld an sich uninteressant ist, das ist nur eine Art Kommunikationsmittel, um den Wirtschaftsablauf zu steuern, sondern das Interessante sind die Investitionen in die reale Wirtschaft, also die Maschinen, die dann auch tatsächlich produzieren können und Reichtum schaffen. Das zweite Problem scheint ja zu sein, dieser Exportüberschuss, den Sie beschreiben, der Exportchauvinismus, wie ihn die Kritiker nennen, warum das jetzt nun ein Problem ist, das ist ja noch schwerer zu erklären, wenn man sagt, na hier, unser Export, unser Handelsbilanzüberschuss ist ein Problem. Da kriege ich als Antwort, naja, weil halt unsere Autos so gut sind, wir haben halt so gute Waren, verkaufen wir sie halt. Das ist aber schwierig zu argumentieren, dass ein Handelsbilanzüberschuss gesamtökonomisch schwierig ist. Ja, also ich glaube, als erstes muss man nochmal erklären, dass es jetzt hier über den, weil ich schon oft erlebt habe, dass das dann bei den Leuten auch so durcheinander geht. Also es geht um den Exportüberschuss, nicht? Es geht nicht um die Exporte. Oft haben die Leute das Gefühl, man wolle Deutschland verbieten zu exportieren. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir permanent viel mehr exportieren, als wir importieren. Und so ein Überschuss ist nicht problematisch, wenn man den mal ein Jahr hätte und dann im nächsten Jahr würde man aber vielleicht ein bisschen mehr importieren als exportieren und dann wäre dieser Überschuss wieder weg. Wirklich problematisch ist es, wenn man jedes Jahr gigantische Überschüsse hat und das ist eben genau der Fall, den Deutschland gerade erlebt. Also im letzten Jahr hatten wir einen Exportüberschuss von 8,5% der Wirtschaftsleistung und das ist einfach nur noch gigantisch. So, und wenn man jetzt jedes Jahr derartig gewaltige Überschüsse hat, dann ist ja ganz klar, dass die anderen, dort wo wir hinliefern, gar nicht das Geld haben können, um unsere Waren zu kaufen. Denn wir nehmen ja von denen nichts ab. Also woher sollten sie eigentlich dann die Möglichkeiten haben, unsere Waren zu kaufen, wenn wir nicht gleichzeitig auch selber bei unseren Kunden im Ausland Waren abnehmen. So, und da bleibt nur noch eine Lösung. Wenn man Güter ins Ausland liefern will, muss man gleichzeitig die Kredite mitliefern, damit unsere Waren kaufen können. So, und jetzt braucht es nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass irgendwann diese Kunden im Ausland leider pleite sind und ihre Kredite, die sie bei uns aufgenommen haben, gar nicht zurückzahlen können. So, und was dann faktisch passiert, ist, dass wir unsere Waren verschenken. Und da wäre es ja schlauer, dass wir die Waren selber kaufen und konsumieren, statt sie ins Ausland zu schicken. Jetzt kriege ich Kopfschmerzen, Frau Hörmann. Das ist also, Heiner Flassbeck hat immer ausgerechnet, ich weiß nicht, bestimmt, dass jedes Jahr Deutschland 250 Milliarden Euro neue Schulden des Auslandes braucht. Das heißt, wir gewähren Kredite in der Höhe von 250 Milliarden, damit die anderen unsere Waren kaufen können. Ja, genau so ist es. So, und dann, ich meine, das muss man sich doch mal klar machen, dass Deutschland finanziert jede Finanzkrise auf dieser Welt. Also genau aus dieser, weil dieser Mechanismus stattfindet. Besonders eklatant war das ja bei der Finanzkrise 2008. Da war es ja so, alle deutschen Banken waren pleite, obwohl wir in Deutschland gar keine Immobilienkrise hatten. Also das muss man dann hier, also 2008, alle werden sich daran erinnern, hatte sich bei den Immobilienpreisen noch nichts bewegt. Also es gab, trotzdem waren die deutschen Banken pleite. Und das war weltweit mehr oder minder einmalig. Denn die anderen Länder, wo es auch Pleitebanken gab, die hatten gleichzeitig eine heimische Immobilienkrise. Also Beispiel USA, es gab viele Leute, die ihre Häuser gar nicht mehr zurückzahlen konnten. Das gleiche in England, in Spanien, in Irland, in Estland, in Litauen. Aber nur in Deutschland, da gab es gar keine Immobilienkrise, aber trotzdem eine Finanzkrise. Und das liegt eben daran, dass unsere Exportüberschüsse dann jedes Mal dazu führen und dieses Geld, das wir ins Ausland verleihen, dass wir tief drin hängen in jeder Finanzkrise, die sich auf dieser Welt ereignet. Und alle, die in einer Bank arbeiten, wissen auch schon, dass die nächste Finanzkrise nicht weit weg ist. Und dann wird es wieder so sein, dass alle deutschen Banken pleite sind und jeder staunt, wie das sein kann. Das heißt, wir verhalten uns nicht besonders clever, sondern das ist ja eher dumm, wenn wir zu viel exportieren. Der Wohlstand könnte ja im Land bleiben eigentlich. Ja,
statt die Waren nach in die Welt zu schicken, wäre es viel schlauer, sie hier selber zu konsumieren. Hm. Natürlich wäre es so, dass die Struktur der deutschen Wirtschaft sich dann ein bisschen ändern müsste. Also wir können gar nicht so viele Autos kaufen, wie wir selber herstellen. Nicht? Jeder in Deutschland hat ja schon eins. Sondern man müsste halt die Binnennachfrage stärken. Also man müsste, und das geht nur dadurch, dass die Löhne in Deutschland steigen. Dann würde man ein bisschen weniger exportieren, weil die Waren deutschen Waren teurer würden. Gleichzeitig hätten die Leute aber im Inland mehr Geld, um es hier auszugeben, also sei es für Restaurantbesuche oder Friseure oder sonst was. Und dann würde das insgesamt sehr viel stabiler werden. Hm. Wir müssen trotzdem nochmal über so einen Widerspruch reden, einen vermeintlichen Widerspruch. Also ich dachte immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber nein, Sie schreiben, Konkurrenz endet im Monopol. Das ist das sei die Dialektik des Kapitals. Wieso endet denn Konkurrenz im Monopol? Ich denke, wenn wir Konkurrenz haben, dann belebt es das Geschäft und es gibt eben keine Monopole. Ja, ich meine, das ist ja die bahnbrechende Entdeckung von Karl Marx und man muss auch sagen Friedrich Engels gewesen, dass der Kapitalismus eben tatsächlich dazu führt, dass der Wettbewerb wieder abgeschafft wird. Und das liegt an der Rolle der Technik im Kapitalismus. Es ist einfach so, wissen wir ja auch alle selbst, dass Unternehmen permanent investieren und die Effizienz ihrer Produktion erhöhen, eben damit sie den Wettbewerb bestehen können. Aber durch diese Effizienzsteigerung werden immer mehr Güter hergestellt und meistens sind dann die angestammten Märkte irgendwann gesättigt. Also man kann das auch sehr schön bei den Autos sehen. Nicht? Fast jede deutsche Familie hat inzwischen ein Auto. Es werden nicht noch viel mehr Autos angeschafft, sondern es werden nur noch Autos ersetzt, die kaputt sind. Gleichzeitig steigt aber die Produktivität der Autofirmen immer weiter. Also ist das Ergebnis, dass dann einige Firmen den Markt verlassen müssen und nur noch wenige Großkonzerne übrig bleiben. Ne? Und um das nochmal an Beispiel der Autos zu zeigen, im Augenblick ist es so, dass es weltweit noch ungefähr 18 unabhängige Autokonzerne gibt. Aber alle Analysten sind sich einig, dass davon nur 10 übrig bleiben werden. Und dann ist eigentlich immer nur die Frage gewesen, wer geht denn jetzt als erstes vom Markt? Ist das Fiat? Ist das Peugeot? Ist das Renault? Und jetzt natürlich vielleicht die Frage, ist es dann für Volkswagen wegen des Abgasskandals? Aber auf jeden Fall ist klar, nicht alle Konzerne werden überleben. Und dieser Prozess, dass kleinere Wettbewerber von den großen Firmen gefressen werden, so ungefähr Marx es ausgedrückt, der läuft eben schon seit dem 19. Jahrhundert. Und wie recht Marx hatte, das sieht man eben an einer Zahl des Statistischen Bundesamtes. Nicht? Im Augenblick ist es so in Deutschland, dass weniger als 1% der Firmen 68% des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, da kann man sehen, wie extrem konzentriert die deutsche Wirtschaft ist. Sie sagen, Marx hatte recht, aber ich denke, er hat sich auch geirrt. Sie schreiben doch in Ihrem Buch über die Irrtümer von Karl Marx, Dinge, die er nicht wissen konnte, oder warum hat er sich geirrt? Zum Beispiel, ja, dass Geld keine Ware ist. Muss ich auch mal überlegen, wieso ist Geld eigentlich keine Ware? Ja, also man muss einfach sagen, dass Marx noch keine richtige Geldtheorie hatte. Damit war er nicht alleine. Also beispielsweise die bürgerlichen Ökonomen vor ihm, auch Adam Smith, hatten keine Geldtheorie, die in irgendeiner Weise funktionieren würde. Und Marx stellte sich das eben so vor, dass Geld im Wesentlichen Gold ist. Und hat dann überlegt, dass eben das Gold seinen Wert daher hat, also abhängig von der Arbeitskraft, die da reingeht, um das Gold aus der Erde zu schürfen und dann Münzen zu prägen. War es natürlich so, dass schon zu Marx Zeiten die ersten Geldscheine auftauchten, die ja überhaupt keine Arbeit machen. Das geht ganz schnell, einen Geldschein zu drucken. Aber trotzdem war dann so ein Geldschein manchmal, sagen wir mal, 100 Mark wert. Und das konnte sich Marx überhaupt nicht erklären. Wieso also diese Geldvermehrung, dass aus Geld wieder Geld wird und Zins und Zinseszins und das Geld durch Kredite entsteht, das hat er noch nicht so durchschaut. Nein, überhaupt nicht. Also er hatte Engels und vor allen Dingen Engels, weniger Marx, haben natürlich Finanzkrisen hautnah erlebt. Also gerade Engels, der ja Fabrikantensohn war und in Manchester saß und selbst eine Textilfabrik managen sollte, der war stark betroffen, beispielsweise von der ersten großen Weltfinanzkrise 1857. Und darüber, über die Phänomenologie, also einer solchen Finanzkrise, hat Engels auch wunderbare Briefe geschrieben, die noch heute sehr amüsant zu lesen sind. Aber trotzdem haben sie nicht ganz verstanden, wie das jetzt eigentlich sein kann. Nicht? Das ist aber, finde ich, nicht schlimm, dass sie die Geldtheorie noch etwas, sagen wir mal, unvollständig hatten. Dafür haben sie eben auf der materiellen Seite des Kapitalismus, also wenn es um den Einsatz von Technik geht oder die Rolle von Großkonzernen, da lagen sie dann ja immerhin schon mal sehr richtig. Warum kommt es zu Finanzkrisen? Warum sind die Reichen reich und die Armen arm? Wie funktioniert Geld? Woher kommt das Wachstum?